ging auch schnell. Ist der Eingang dieser Seilbahn. Hier. Stimmt. Oh Gott, ich vermisse den Buggy. Ich muss mal Gelegenheit wieder zurückholen. Wie nett. Kennen mich doch schon. Raum Zeitbombe, okay. Jetzt geht's los. Wieder zurück im Goldsaucer. Willkommen im Goldsaucer. Da ich gerade mal so viel Kohle habe, kaufe ich die Dauerkarte. Wenn ihr ein Goldticket besitzt, könnt ihr im Park ein- und ausgehen, wie ihr wollt. Verliert sie also nicht. Das haben wir uns beim letzten Mal nicht angesehen. Das goldene Tor. Speed goes round. Es gibt wieder so ein verrücktes Tun herum. Thank you.
Ja, ich bin gerade ziemlich unschlüssig, was ich machen soll. Gehen wir mal in den Speed Square. Bei der Treppe müssen wir aufpassen. Was? Ewig Dinge. Gibt's sogar ein Hotel. Ah, da ist eine Achterbahn im Hintergrund. Du sicherst es jetzt? Noch nie ein Ding in der Tunnel wohl nicht. Regeln für die Attraktion kennen? Ja. Die Superachterbahn ist eine Attraktion, in der du losfährst, schießend alle erschreckst. Du hast alles mit einem großen Fall. Ganz einfach, oder? Zum Schießen okay. Der Balken an der linken Seite des Bildschirms ist die Kampfanzeige. Wenn er voll ist, macht es BOOM! Und wenn er leer ist, macht er nur Pfff und wird schwach. Also sei vorsichtig. Also, wenn du unter den ersten drei bist, bekommst du... Dann bekommst du hier unten das Mauer. Das machen wir noch flott. Die Attraktion kostet 10 GP. Ich hab's mir anders überlegt. Also werde ich hier einige zu tun haben, wie es aussieht. Also gehe ich erstmal ins Hotel. Okay. Willkommen, danke für den Besuch. Ist ein Zimmer? Komm zum Empfang. Das ist unser beliebtester Mitarbeiter, Mr. Hangman. Willkommen. Es kostet 5 GP pro Nacht. Nein. Eigentlich würde ich jetzt gerne speichern. Oh wei. Ist Gold Saucer kompliziert. So, sind wir dann an der Station. Ja, ich mach's jetzt zwar nur ungern, aber die Kohle hol ich mir schnell wieder. So, dann verabschiede ich mich hier. Tschö mit Ö, bis nächste Woche.